Interesse. Wie jedes Jahr im Sommer dürfen wir den Integrationsbericht präsentieren, bestehend aus unterschiedlichen Produkten. Zum einen ein ganz gehaltvoller Bericht des Expertenrates für Integration unter dem Vorsitz von Frau Professor Katharina Pabel, wo es um die Rückschau, eine Analyse und auch die Zukunft in der Integrationsarbeit gibt, ein wirkliches Nachschlagewerk auch für Expertinnen und Experten. Und zum Zweiten auch das Statistische Jahrbuch, das immer in guter Zusammenarbeit mit der Statistik Austria und heute eben durch Generaldirektor Professor Tobias Thomas präsentiert wird. Ich möchte mich eingangs nur mal vorab schon ganz, ganz herzlich bedanken bei der Statistik Austria und selbstverständlich besonders beim Expertenrat für Integration. Der Integrationsbericht wird heute zum 11. Mal präsentiert. Es ist also ein Gremium, das Expertenratsgremium für Integration, das viele, viele Jahre besteht, starke Kontinuität hat und ein Garant ist für Expertise und Unabhängigkeit. Ich darf nun an Professor Tobias Thomas übergeben für den Überblick in den Zahlen, Daten und Fakten im Statistischen Jahrbuch. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Bundesministerin, sehr geehrte Frau Professorin Pabel, sehr geehrte Damen und Herren. Kommen wir zu den Hauptergebnissen des Statistischen Jahrbuchs für Migration und Integration 22. Meine Damen und Herren, Österreich wächst und Österreich wächst nur aufgrund der Zuwanderung. Während im Jahr 1950 noch 6,9 Millionen Menschen in Österreich lebten, so waren es im Jahr 2020 bereits 8,96 Millionen Personen und laut Bevölkerungsprognose wird dieses Bevölkerungswachstum anhalten bis zum Jahr 2080 auf 9,94 Millionen Einwohnerinnen. Und dieses Wachstum findet nur statt aufgrund von Zuwanderung, denn ab 2025 wird die Geburtenbilanz in Österreich negativ ausfallen. Würde die Zuwanderung nicht stattfinden, würde Österreich nicht wachsen von der Einwohnerzahl, sondern schrumpfen und bis zum Jahr 2080 auf das Niveau der 1950 Jahre zurückfallen. Für das Jahr 2022 hatten wir im Jahresverlauf bereits prognostiziert, dass die 9-Millionen-Grenze bei der Einwohnerzahl überschritten werden wird. Und tatsächlich ist dies auch bereits schon im ersten Quartal geschehen. Mit 1.4.22 hatten wir insgesamt 9,027 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Österreich. Und dass dies schon im ersten Quartal geschah, das hat direkt zu tun, auch mit der Fluchtmigration aus der Ukraine. Betrachtet man den Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund seit 2015, so haben wir hier ein kontinuierliches Wachstum, während im Jahr 2015 21,4% derjenigen, die in Österreich Migrationshintergrund hatten, so waren es im letzten Jahr bereits 25,4%. Das heißt, jede vierte Person in Österreich hatte im letzten Jahr einen Migrationshintergrund. Ein Blick auf die ausländischen Staatsangehörigen hier in Österreich. Die dunkelblauen Balken sind die Zahlen zum 1.1.22 und die hellblauen Balken zum Vergleich 1.1.2015 tatsächlich. Und wir sehen die größten Gruppen hier wenig überraschend. Die Ausländer aus Deutschland stellt die größte Gruppe in Österreich dar, gefolgt von Rumänen, Serbinnen und Türken tatsächlich. Interessant auch der Zuwachs der Zahl ausländischer Staatsangehörigen je nach Staatsangehörigkeit. Bei den Deutschen hatten wir im Vergleich zu 2015 einen Zuwachs von 27,4%. Markante Zuwächse sind allerdings auch bei den Rumänen mit 88,6%, bei den Ungarn mit 71,8% und bei den Bulgaren mit 83%. Also im Vergleich zum Jahr 2015 zu verzeichnen. Besonders markante Zuwächse gab es zum Beispiel auch bei den Syrern im Vergleich zu 2015 mit einem Wachstum in der Zahl der ausländischen Staatsangehörigen um 507,4% und bei den Afghanen um 168,9%. Ja, aktuell haben wir natürlich einen Krieg in der Ukraine und auch Fluchtbewegungen aufgrund dessen.
dessen. Wir haben hier einmal den Stand der Zahl der ausländischen Staatsangehörigen aus der Ukraine zum 1.4.22 mit in die Abbildung eingeklinkt. Der Vergleich hakt also etwas. Es vergleicht den 1.1.22 der anderen Länder mit der Ukraine zum 1.4.22. Aber wir sehen dann schon, dass die Ukraine doch jetzt hier auch deutlich unter den Top 15 auftaucht mit einem Anzahl der Staatsangehörigen von 52.803 zum 1.4.22. Und diese Entwicklung ist danach natürlich noch weitergegangen. Und Frau Bundesministerin Raab und auch Frau Professorin Pabel werden hier schon dazu noch weitere Informationen bieten. Noch ein Blick auf die Integration, drei Charts hierzu. Zum einen haben wir gefragt, sowohl also die Menschen, die hier zugewandert sind, ob sie sich zugehörig fühlen zu Österreich tatsächlich und ob sie sich zugehörig fühlen zu ihrem Herkunftsland. Und wir sehen, wenn wir die Menschen aus Bosnien-Herzegowina, aus Serbien, aus der Türkei, aus Afghanistan, Syrien und der Russischen Föderation anschauen, dass doch eine ganz große Mehrheit sagt, jawohl, wir fühlen uns zugehörig zu Österreich. Das beginnt hier mit der Türkei bei einer Zustimmungsrate von 70,1% und geht bis 80,7% hoch bei den Menschen, die aus Afghanistan zugewandert sind. Viele dieser Menschen fühlen sich aber zusätzlich auch noch ihrem Herkunftsland zugehörig. Wenn man diese Frage stellt, Sie sehen es auf der rechten Seite der Abbildung, dann haben wir hier Zustimmungsraten, die beginnen bei Menschen aus der Russischen Föderation mit 40,7%, die sagen, jawohl, ich fühle mich auch noch meinem Herkunftsland zugehörig. Und das geht dann tatsächlich hoch bis zu 53,3% bei den Menschen, die aus Bosnien-Herzegowina kommen. Eine weitere Frage ist, inwieweit sich die Lebenssituation von Zugewanderten in den letzten drei Jahren tatsächlich verändert hat. Und wir sehen hier ganz links die Antworten derer, die in Österreich geboren sind. Dann die mittlere Abbildung, das sind diejenigen, die in Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei geboren sind. Und ganz rechts diejenigen, die in Afghanistan, Syrien und der Russischen Föderation geboren sind. Und wir sehen hier, jawohl, also die in Österreich geboren sind, da geben 30,2% an, dass sich ihre Lebenssituation in den letzten drei Jahren doch maßgeblich verbessert hat. Und das ist nahezu identisch mit der Zustimmungsrate derer, die aus Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei kommen. Wenig überraschend geben wesentlich mehr Menschen, die aus Afghanistan und Syrien zum Beispiel kommen, an, dass sich ihre Lebenssituation markant verbessert hat in den letzten drei Jahren. Es sind 68,7%. Interessant auch noch, dass sowohl bei den in Österreich Geborenen als auch bei denen aus Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei tatsächlich die Verbesserung der Lebenssituation in den letzten drei Jahren, davon wird mit höherem Bildungsstand mehr berichtet, während es sich bei den hohen Zustimmungsraten, der insbesondere mit Fluchtmigration Hintergrundbetroffenen sich ein etwas unsystematisches Bild, aber auf sehr, sehr hohem Niveau ergibt. Letzte Folie meinerseits, Frage nach der Integration tatsächlich, und stellt sich dar, dass tatsächlich der persönliche Kontakt ein Motor der Integration insgesamt ist. Ich muss hier noch mal eins weiterklicken. Jawohl. Wenn man die Menschen, die in Österreich geboren sind, und die beiden anderen Gruppen befragt, wie funktioniert denn das Zusammenleben zwischen Österreicherinnen und Migrantinnen, so geben 34,4% der in Österreich Geborenen an, dass das klappt sehr gut und bis eher gut. Dann bei den Menschen aus Bosnien-Herzegowina, Serbien und auch der Türkei, da geben 53,4% der Menschen an, jawohl, das Zusammenleben klappt zwischen Österreicherinnen und Migrantinnen sehr gut oder gut. Und bei den Menschen aus Afghanistan, Syrien und der Russischen Föderation sind das 69,8%.